Selbstgemachte Spätzle sind so viel leckerer als gekaufte und sie sind auch wirklich einfach selbst zubereitet. Für den Teig braucht es nur wenige Zutaten und für die Zubereitung hast du bestimmt alles zu Hause. Zumindest wenn du sie so zubereitest wie wir. Denn wir brauchen keinen Spätzlehobel oder Spätzlepresse, sondern schaben sie ganz einfach mit einem Messer vom Brett. Wie das genau geht und weitere Tipps und Tricks rund um die Spätzlezubereitung verrate ich dir in diesem Video. Willkommen bei der Lifehackerin. Ich liebe Spätzle oder Spätzli, wie wir in der Schweiz sagen, egal ob in Butter geschwenkt oder mit Käse überbacken. Für gute Spätzle lasse ich alles stehen und liegen. Und so werden sie gemacht. Für den Teig brauchen wir frische Eier, Mehl, Wasser, Milch, Salz und, pst, nicht weiter sagen, unsere Geheimwaffe Maggi. In eine Schüssel geben wir 300 Gramm Mehl. Wir verwenden hier helles Weizenmehl. Du kannst aber auch andere Mehlsorten oder Mischungen verwenden. Einen halben Teelöffel Salz untermischen und in der Mitte eine Mulde formen. Dann schlagen wir drei Eier auf und geben diese in die Mitte. Sowie 150 ml Flüssigkeit. Wir verwenden 50 ml Wasser und 100 ml Milch. Du kannst aber auch nur Wasser verwenden. Und nun kommt bei uns noch ein bisschen Maggi rein, für das gewisse Etwas. Alles in die Schüssel geben und nun gut mischen und zu einem schönen Teig rühren. Das geht sehr gut von Hand. Selbstverständlich kannst du aber auch ein Handrührgerät verwenden. Spätzle, so wie ich sie hier jetzt mache, habe ich übrigens von Ina gelernt und sie hat es von ihrer Tata, also von ihrer Oma, und so ist irgendwie auch immer ein bisschen die Familie dabei, wenn wir Spätzle machen. Rühre so lange, bis der Teig Blasen schlägt. Der Teig sollte so in Fäden von der Kelle abreißen. Wenn er noch zu flüssig ist, gibst du noch etwas Mehl dazu. Und falls er zu dick ist, einfach noch etwas Wasser. Den fertigen Teig stellen wir beiseite und lassen ihn etwa eine halbe Stunde ruhen. Es gibt übrigens auch den Trick, kohlensäurehaltiges Mineralwasser zu verwenden für den Teig. Das soll diesen fluffiger machen. Wir haben das auch schon ausprobiert, bei uns aber keinen Unterschied festgestellt. Aber viele schwören darauf, also vielleicht magst du das hier auch mal austesten. Nun ist noch ein bisschen Zeit für einen leckeren Kaffee und dann geht's auch schon weiter. Wir setzen einen Topf mit Wasser auf und bringen diesen zum Kochen. Sobald das Wasser kocht, salzen wir dieses, so wie du das vom Pastakochen her kennst. Nun nehmen wir ein kleines Holzbrettchen, tauchen das kurz in heißes Wasser, geben vom Teig etwas aufs Brett, nehmen ein Messer, welches wir ebenfalls kurz ins Wasser tauchen, und können nun mit dem Messerrücken kleine Portionen vom Brett schaben. Ich drücke also mit dem Messer in den Teig bis auf den Brettboden und schiebe dieses Stück dann über die Brettkante drüber, sodass es ins Wasser fällt. Und das wiederhole ich so lange, bis ich keinen Teig mehr auf dem Brett habe. Dann kommt die nächste Portion. Ideal ist, wenn du ein etwas längeres Messer verwendest, denn dann wird es weniger heiß. Also mit einem kleinen Rüstmesser kannst du das Ganze zwar auch schaben, jedoch bist du einfach immer nahe beim Wasser und verbrennst dir allenfalls die Hand. Nach so circa 3 Portionen lasse ich die Spätzle nochmals etwa 30 Sekunden im Wasser schwimmen, nehme sie dann mit einer Schaumkelle raus und gebe sie in eine Schüssel. Und dann geht's mit der nächsten Portion weiter. Du könntest den Teig auch mit einem Spätzlehobel oder einer Spätzlepresse zubereiten. Ich mag dieses Schaben aber total gerne. Erstens kann ich so gut steuern, wie dick oder dünn ich sie machen möchte, und außerdem ist es irgendwie fast meditativ. Ich kann mich jedenfalls gut entspannen beim Spätzleschaben. Gemäß Lehrbuch gibt es unterschiedliche Bezeichnungen je nach Form. Also so längliche dünne sind Spätzli, etwas dickere kürzere, wie wir sie meist machen, sind Bizzockels, also eine Bündner-Spezialität, die ich von Ina kennengelernt habe, und kleine rundliche wären bei uns Knöpfli. Aber hey, ich sag zu allen drei Varianten alle drei Namen. Hauptsache es schmeckt, oder?
Du könntest den Teig übrigens auch noch farblich oder geschmacklich variieren mit den üblichen Lebensmitteln, die gut färben. Also rote Beete für einen Rotton, Spinat für grüne Spätzle und wenn du sie gelber haben möchtest, kannst du noch etwas Kurkuma beigeben. So, das war die letzte Portion. Alle Spätzle sind geschabt. So, und nun mal kurz kosten, ob sie gut sind. Mmh. Perfekt. Noch etwas Käse drüber und da würde nichts fehlen. Du kannst sie allerdings auch noch weiter verarbeiten. Wenn wir sie zum Beispiel als Beilage servieren, dann schwenken wir sie noch gerne in etwas Butter. Dazu etwas Butter in einer Pfanne zerlassen. Die Spätzle dazugeben und eine Minute schwenken. Wenn du Gäste hast, kannst du die Spätzle so wunderbar vorbereiten, ein paar Stunden früher bereits schaben und musst sie dann vor dem Servieren nur noch in Butter schwenken. Dann vielleicht einfach ein bisschen länger in der Pfanne lassen, damit sie schön warm werden. Die passen so wunderbar zum Beispiel zu einem Schmorgericht oder im Herbst zu Wild. Absolut lecker. Was wir im Winter vor allem sehr gerne machen, sind die angesprochenen Bizzoccos. Dazu geben wir die Spätzle in eine Ofenform. Meistens geben wir auch noch Salzkartoffeln dazu, die wir beim Spätzle-Schaben direkt im Topf mitkochen. Oder man könnte auch noch geschnittenen und gekochten Kohl dazugeben. Nun kommt noch geriebener Käse dazu. Wir verwenden Emmentaler und Gruyère-Käse. Und dann noch wieder ein bisschen Maggi. Und mischen das unter die Spätzle. Oben drüber nochmals etwas Käse. In einem kleinen Topf zerlassen wir noch etwas Butter und lassen sie leicht braun werden. Das verteilen wir nun oben drüber und das Ganze kommt nun für 10 Minuten in den Backofen bei 180 Grad. Damit schmilzt der Käse wunderbar und es duftet so gut. Bizzoccos auf einem Teller anrichten. Optional noch etwas Schnittlauch oder Röstzwiebeln darüber geben und mit einem Salat, Apfelmus oder Apfelkompott dazu servieren. Es ist einfach so lecker. Ich lieb's einfach. Dazu noch die Süße vom Apfel. Einfach perfekt. Spätzle lassen sich also total vielseitig zubereiten. Nun bist du dran. Gutes Gelingen und viel Spaß beim Spätzle-Schaben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Hack. Bis dann. Tschüss. Mmh.